Herzlich willkommen zur 76. Folge 27.04 mit dem Felix. Hallo. Hallo. Was hast denn du für eine tolle Idee, die du gerade angeteased hast? Ich muss noch ganz kurz was gucken. Neue Linie. Das geht aber auch tatsächlich echt nur. Von da, nach da. Nach da. Da. Nach da. Die nennen wir es einfach mal Testlinie. Und warum tust du das? Testest du auf deiner Testlinie? Auf meiner Testlinie teste ich Testsachen. Ach so! Das ist krass. Warum testest du denn Sachen? Ich dachte, du bist hier Simotrans-Experte mit ungefähr 70 mal so viel Spielstunden wie ich. Wieso hast du nur 10 Stunden oder was? Kann man noch irgendwo nachgucken. Okay, da schon mal nicht. Shift-Tab, geht das nicht? Da wird es mir nicht angezeigt. Doch, Shift-Tab 400, okay, 425. Das sind doch ein bisschen mehr, als ich gedacht habe. Ah, das ist doch nur dreimal so viel. Ich habe 174. So. Drei Stunden später. Aber ich lasse mich überraschen. Immerhin. Sollte auf jeden Fall die Betriebskosten senken. Glaube ich. So, das müsste die Betriebskosten senken. Wie sicher bist du dir da? Eigentlich.
Eigentlich recht sicher, nur. Oh, ich glaube, das wird nicht reichen. Shitting. Schade. Viertel. 120. Krieg. 44. Ich muss mal gucken. Gleich hier. Weiß, warum steht denn da schon 142 Leute oben? Warum nicht? Okay, das könnte natürlich sich zu einem kleinen Problem. Und was macht dich da so sicher, dass es ein Problem werden könnte? Weil da jetzt schon 112 Zug ist. Denke mal, das größte, wenn man könnte das größte Problem beim Übergabebahnhof entstehen, glaube ich. Wobei da. Da ist doch eher Felix, der das erste Problem bekommt. Du fährst von Orlov und sowas immer noch mit den 180er Zügen, ne? Nein. Schon ausgebaut. Ja. Wäre schön, wenn ich es nicht müsste, aber leider blieb mir keine andere Option. Ja, ich glaube, da fährt er sogar schon. Ach, guck mal, sogar ein reiner Personenzug mit 360. Ich hatte vorher auch reine Züge. Okay. Ich weiß, warum meine Kosten so hoch sind. wo ist denn Schweigern da? Aha, okay, das heißt, er nimmt da schon Passagiere mit, obwohl er die noch gar nicht mitnehmen soll. Okay, dafür doppeltes Geld. Wäre witzig. Was du immer alles so witzig findest. Haben wir hier Deko-Objekte oder sowas? Warte mal, ich könnte. Das wäre witzig. Ich könnte jetzt hier vorne, sag ich mal, so Code speichern oder sowas hinbauen. Wann bist denn du dir auf diese Idee gekommen mit diesem Hauptbahnhof eigentlich? Ich habe keine Ahnung. Das ist grundsätzlich gesagt, glaube ich, gar nicht mal so eine schlechte Idee eigentlich. Warum? Naja, du sammelst halt dann nicht am Arsch der Welt deine ganzen Sachen und fährst halt nicht über die halbe Karte. Wobei dir das auch relativ viel Geld wieder wegnehmen könnte, ne? Ich weiß halt nicht, was wir jetzt wieder eingestellt haben, mit wie Geld unser Geld kommt, ne? Ich auch nicht. Und ich bin auch Ja, immer noch aber. nicht so ganz überzeugt von Bahnhöfen, die auf der gleichen Seite rein und raus waren. Wenn ich ehrlich sein soll. Na gut, hat man ja damit mehr oder weniger gemacht. Guck mal, die eine Seite nach Süden hin.
Die fährt jetzt nur nach Salzgitter Braunschweig und nach Hannover-Hildesheim. Die Seite, die nach links wegfährt, geht nur zum Übergabebahnhof. Die Seite, die nach oben weggeht, geht dann halt zu den anderen vier Städten. Und die Seite, die dann halt noch so Richtung Ruine weggeht, die wird dann halt zu deinem Punkt 2 fahren. So der Plan. Und ich glaube, mein Plan mit der Testlinie, der grundsätzliche Plan geht auf. Aber der Zug wird wahrscheinlich zu klein sein. Pass auf, meine Testlinie läuft jetzt so. Fährt los, Hildesheim Hannover Hauptbahnhof. Zum Oberzockt Hauptbahnhof, vom Oberzockt Hauptbahnhof nach Salzgitter Braunschweig Hauptbahnhof, von Salzgitter Braunschweig Hauptbahnhof zum Oberzockt Hauptbahnhof, von dort aus zum Übergabe, vom Übergabe wieder zurück. Das ist eine Linie. Das funktioniert bei dir? Das ist faszinierend. Wieso funktioniert man? Was meinst du? Mit der Inwiefern funktioniert? Kapazität. Du fährst doch nur mit 5 Anhängern und 4 Post, oder nicht? Also 5 Personen, 4 Post. Richtig. Passt aber nicht. Das ist das Problem. Ich hatte vorher drei Züge A, 2, 1. Also das heißt zwei Personen, ein Post. Da sind die immer halb voll gefahren. Und deswegen habe ich mir gedacht, okay. Wäre ja interessant, aber ich glaube, ich habe schon wieder einen neuen Plan. Fahrplan löschen. Du fährst von Hildesheim Hannover Hauptbahnhof nach der Braunschweig Hauptbahnhof und dann nach dahin. Von dort aus fährst du zum Übergabebahnhof, fährst wieder zum Hauptbahnhof. Versuchen wir es Oh mal so. yes, da kommt jetzt Kohle. Oh yes. 32.000. Okay. Einmal kurz ein voller Zug. Der aus Ohrdruf fährt einfach mit 360 Leuten und fährt jetzt mit 260 zurück. Guck mal, meiner fährt jetzt gerade mit 15 Säcken Post, kommt jetzt da an und 241 Passagiere. Das Schöne ist, dass mein Schilderzug gleich, wenn er voll ankommen sollte, voll zurückfährt. Aber zum Glück kommt der große Schilderzug gerade. So, und wenn meiner jetzt hier, sag ich mal, mit 240 Passagieren kommt, macht er vielleicht, ich würde sagen jetzt 6.000. Tausendvierhundert. Oh. Schade. Naja, was nah dran, ne? Wie sagt man das so, stets bemüht oder sowas? Sozialverhalten, Sprache, Erwartungen oder sowas. Er war immer pünktlich. Er war pünktlich.
Ich bin mir aber auch noch nicht so ganz hundertprozentig sicher, wie man das im Optimalfall mit diesem scheiß Apollo-Tempel macht. Die machen nämlich gefühlt fast gar nichts aktuell. Und das, obwohl sie ja mit 240 von beidem Aufkommen relativ hoch sind eigentlich. Im Verhältnis so zu anderen Sachen, die man hat. Ich meine, so eine Dorfkirche hat 38 nur, das ist ja nichts im Verhältnis zu 240. Aber trotzdem merkt man das irgendwie nicht so ganz. Toll, in Ohrdruf stehen schon wieder 330 Leute, in Schilder steht fast 500. Schade. Ja, aber du gehst jetzt so langsam in Richtung, was heißt so langsam? Du gehst gerade ganz stark in Richtung Betriebsgewinn, null. Richtig. Aber ich habe noch ein bisschen Einnahmen zu machen. Ja, gut, du brauchst, ach so, warte mal, du brauchst 170. Ja, eigentlich, ja, knappe 200.000 brauchst du eigentlich. Korrekt, mindestens. Wenn da, es kann ja sein, dass ich schon wieder neue Sachen draufgepackt habe, die wieder mehr Geld kosten. Ja, ich bräuchte eigentlich so 50. Ich glaube aber ehrlicherweise, dass 4 Städte genug sind. Wenn man so in den anderen Spielständen gesehen hat, was das für ein Spawn auf einmal dann kam, mit jeder 6 Städte von 12 Sachen, da ist 8 dann doch noch ein bisschen entspannter. Ja, jetzt ist noch entspannt. Weißt du, was ich für eine traurige Vermutung habe, was passieren wird? Was? Wir bauen das jetzt alles an der Seite auf. Die Gebäude, klar, die in den Städten spawnen müssen, spawnen halt in irgendeiner der Städte, die wir jetzt aktuell platziert Alter, haben. das ist. Oh Mann, Aber ich glaube, alle ich Gebäude habe auf der gerade. anderen Seite. Ich muss ganz ehrlich sagen, Alter, das wäre der Hammer. Das wäre grundsätzlich nicht schlecht, ja. Das Wenn wäre man das, was im unten. Optimalfall wäre, ja. Wenn man jetzt überlegt, man macht unten nur die beiden Passagiere, macht oben nur die Dings. Und halt in den Städten dann halt die Produktionsgebäude, die da reingehören, aber das ist ja. Richtig, weißt du, was das denn für eine logistische Herausforderung wäre? Wenn ich oben rechts meine Klamotten habe, die ja über dir zu meinen Städten müssen, das wäre richtig witzig. Das Gute wäre halt aber, dass du keine andere Option hast, als mindestens einmal über mich zu fahren, wenn du von einer Seite von dir auf die andere willst. Weil wir gesagt haben, wir Nein. setzen keinen Bahnhof in diese Mittecke. Nicht unbedingt. Das heißt jetzt nicht unbedingt. Ich glaube, da wären die Flugzeuge ja ganz interessant. Wenn man das so sieht. Ich glaube ehrlicherweise nicht, weil ich glaube, dadurch würde man super viele Einnahmen wegwerfen. Wir haben eine 1500er Karte. Was meinst du, wenn du von ganz oben rechts nach ganz hier unten runterfliegst? Ja, aber du fliegst halt trotzdem den direktesten Weg mit Flugzeugen. Das ist der große Nachteil. Und wir haben die Berechnung nach Fahrtstrecke, glaube ich, immer noch drin. Zumindest fühlt sich so an. Das heißt, du würdest damit halt locker, wenn ein Flugzeug 6.000 macht, würdest du vermutlich mit dem Zug mit der gleichen Menge 10.000 machen. Grundsätzlich stimme ich dir dazu.
Aber das Flugzeug schafft die Strecke. Das heißt, ich kann in der gleichen Zeit mit dem Flugzeug mache ich zwar 6.000, mit dem Zug 10.000. Aber der Zug fährt einmal, macht 10.000, das Flugzeug fliegt dreimal, macht jeweils 6.000, macht 18.000. Weil die jetzt halt so scheiße schnell sind. Ich habe von der gleichen Kapazität gesprochen. Im Zug bekommst du das Hundertfache rein, was du in ein Flugzeug reinbekommst. Wenn du überhaupt irgendwann mal Flugzeuge freigeschaltest. Zeppeliner. Haben wir ja noch nicht. Warum nicht? Wir haben bisher nur die Land- und Startbahn. Der erste Zeppelin kommt erst in 12 oder irgendwie 13 oder irgendwie so die Ecke. Sag mal, ist jetzt mein Zug da hinten bei dir nicht mal angekommen? Keine Ahnung. Ne, der fährt, kommt gerade. Aber er lädt da nur 96 Leute aus. Und nimmt keine mit. Aber ich sag mal so, weil die am Bahnhof ist schon echt gut Betrieb war. Aber Sechzehn Fahrgäste kommen von Daimler Polo Tempel. Ist natürlich die große Frage. Wie berechnet sich so ein Polo Tempel? Was heißt diese 240? dass sie im Monat 240 Passagiere und Postaufkommen von sich weg generiert, glaube ich. Unter welchen Voraussetzungen? Das ist die Frage. Ich habe keine Ahnung. Weil aktuell hast du von deinem Apollo Tempel 1 15 Leute abgeholt. Ich weiß, deshalb bin ich gerade am Sachen umbauen. Touristenziele. Ja. Geplant ist dir heute auch unbedingt mit einem Ticket. Aha, da wollen wir mal ganz kurz was gucken. Aber ich glaube, das ist billigst gemacht. Was denn? Ja. Bei Fabriken reicht es ja, wenn du einen einzigen Block angeschlossen hast. Bei Touristenziele muss halt die komplette Attraktion drin sein. Das habe ich aber bei weitem. Die ist ja viermal da drinnen Ja. gefühlt. Richtig. Ups, falscher Knopf. Na gut, meine Passagiere und meine Post fängt sich da unten an zu stauen. Darf halt nur nicht über 300 Säcke Post gehen oder 600 Passagiere, sonst habe ich ein Problem. Reden wir von einem großen Problem oder einem kleinen Problem? Ein Luxusproblem. Ah, ist ja langweilig.
verkaufst du gerade deine ganzen Fahrzeuge wieder? Ich habe die Apollo-Tempel-Fahrzeuge auf einen Zug mit einem Waggon von beidem reduziert, ja. Okay. Das heißt, ich habe zwei mit drei Post, drei Passagieren verkauft, weil es einfach sich nicht lohnt. Ich brauche ja nicht unbedingt 5, 6, 7, 8.000 für die Züge bezahlen, wenn die eh mit 5 Leuten fahren. Das ist richtig. Sieht noch ganz gut aus. Und 71 sieht noch ganz gut aus. Aber ich würde sagen, wir sind am Ende der Folge angekommen. Dann würde ich sagen, hauen Sie rein. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss. Tschüss.